Liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe beim Einkaufen richtig einen schönen Blumenkohl bekommen. Schaut, richtig toll, schön frisch. Es sieht richtig schön weiß. Nur für uns zwei Personen so ein großer Kopf. Ja, einmal ist es wirklich zu viel. Und da teile ich meistens auf zwei Teile. Und mache heute nur mit der Hälfte und vielleicht morgen übermorgen mal was anderes. Und heute habe ich gedacht, weil ich noch Brot backen muss, habe ich gedacht, ich werde das im Backofen machen. Dann verschwende ich nicht so viel Energie, gleich alles zusammen, ein nacheinander. Und mache diese Blumenkohl nicht als typischer Auflauf, sondern mit so einer schönen Käsekruste oben drauf. Und wie ich es mir so gedacht und wie ich es will es machen. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und als erstes werden wir unsere jetzt Blumenkohl aufteilen auf Röschen. Und wie gesagt, ich möchte heute gerne so wie überbacken mit schöner so eine Kruste, Käsekruste obendrauf haben, werde ich diese Röschen so lassen. Paar für uns zwei zum Mittagessen. Ich werde die nicht auf so eine ganz kleine aufteilen. Na, jede isst bestimmt zwei schöne so ein Stück. Und den Rest kann ich dann was anderes aus denen machen. So, naja, eine kann ich noch machen. So. Diese fünf werde ich heute im Backofen machen. Das Rest nehme ich erstmal weg. Erstmal wasche ich es alles ab und dann stellte schon ein Töpfchen mit dem Wasser zum Aufkochen. Wir müssen den Blumenkohl etwas blanchieren, so ein bisschen vorkochen. So, das Wasser ist aufgekocht, gebe ich jetzt da Salz. Es muss ordentlich angesalzt werden. Ich habe noch hier angefrorene Chili mit ein bisschen Dill und dann schneiden wir noch ein paar Scheiben Zitrone. Ich lege da jetzt den Blumenkohl und blanchiere ungefähr so 5 Minuten, länger nicht. Geht es auf den Herd. Und wir werden jetzt eine Mehlschwitze machen. Bis unser Blumenkohl wird blanchiert, können wir schon auch gleich Mehlschwitze machen. Ich habe jetzt hier ungefähr so 85 Gramm Butter reingemacht und wie normal mit Milch und dann ein paar Gewürze rein machen wir eine richtig schöne dicke Mehlschwitze. So, Butter schmilzt, können wir schon Mehl reinmachen. Für diese 80 Gramm habe ich jetzt 3 Esslöffel Mehl genommen. Bisschen. Vorkochen, geben wir jetzt schwarze Pfeffer rein, etwas Muskat, natürlich Salz. Und jetzt geben wir Milch rein. Richtig schön aufschlagen, dass keine Klumpen gibt. Ich habe jetzt 250 Milliliter mir abgewogen. Mal schauen. Brauchen wir noch mehr oder nicht, kann man auch Schluck abgekochtes Wasser oder Wasser von den Blumenkohlbissen nehmen, wenn es richtig pumpig wird. Unser Blumenkohl kocht auch noch 2 Minuten und da ist auch fertig. Die Mehlschwitze sieht auch gut aus. Eine sehr schöne Konsistenz, nicht pumpig, aber nicht flüssig. Und so ein Minütchen kann man es jetzt kochen, dass der Mehlgeschmack auch wird verkocht. Und natürlich probieren. Braucht man gar nichts. So, können wir von der Herd nehmen und schon unseren Auflauf zusammen machen. Und jetzt nehme ich noch den Blumenkohl auf den Sieb raus. Bisschen zum Abtropfen. Und in diesem Wasser kann ich dann meinen restlichen Blumenkohl vorkochen, in den Kühlschrank stellen und morgen übermorgen was anderes aus dem machen. So, und jetzt bereiten wir noch für unsere Käse
Hauben. Ein Stückchen Käse grob reiben. In meinem Fall habe ich Gouda-Käse genommen. So, fertig. Geben wir das einfach in einen Suppenteller oder Schüssel, wo es am besten alles vermischen kann. Geben wir dazu 2 Knoblauchzehen. Kann man auch mehr geben, wenn ihr mögt. Habe ich ein bisschen hier, ungefähr 1/2 Teelöffelchen Kräuter der Provenz. Und dann geben wir noch 1 Esslöffel Mayonnaise. Also ein großzügiger Esslöffel. Und werden wir es etwas so verrühren, verkleben. Jetzt könnte man noch ein bisschen dazu geben, dass der Käse sozusagen nicht so auseinanderfällt, sondern ein bisschen zusammenhält und klebt. Gebe noch ein bisschen, so knapp noch 1 Esslöffel. Ja, das sieht schon besser aus. Sieht gut aus. Und jetzt können wir unseren Auflauf zusammen machen. Den Backofen habe ich schon angemacht auf 200 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen. So, nehmen wir uns eine Auflaufform, habe ein bisschen mit dem Butter bestrichen. Und jetzt kommt unser Mehlschwitze-Hineinsatz. Schaut, wie dick es ist. Aber so soll es sein. Wir machen keinen Auflauf mit der Soße. Gebe erstmal einen Klecks drunter. Lege da drauf den Blumenkohl und dann kann ich besser einschätzen, wie ich die verteile. So. Passt perfekt. Und jetzt restliche werde ich aufteilen oben drauf. Dann gibt es richtig so eine goldene Haube. Und jetzt einfach die restliche verteilen. Und obendrauf dann die Käsehauben. Kann man gleich im Teller ungefähr, jetzt habe ich 5 Stück, auf 5 Teile aufteilen. Bisschen mit der Hand nachhelfen. Und so draufsetzen. Kann mir schon vorstellen, wie lecker wird das. So, meine Lieben, und jetzt geht das alles in den Backofen, ungefähr so für 15-20 Minuten. Schaut nach Art eures Ofens, jeder Ofen ist unterschiedlich. Es soll einfach nur Käse schmelzen, so eine goldene Haube oben werden, weil den Blumenkohl haben wir auch schon vorgekocht. So, bis das unsere Blumenkohl steht im Backofen, werden wir noch einen Dip dazu machen. Dieses Gericht kann man servieren auch als Beilage zu dem Fleisch oder jetzt beim Fasten kann man auch mit so einem leckeren Dip servieren und dann wird man auch wirklich satt. Dafür zu dem Joghurt gebe ich noch 2 so kleine Knoblauchzehen. Den Joghurt könnt ihr auch nach eurer Wahl aussuchen, ob ihr griechische Joghurt finde ich dazu. Natürlich am besten, aber es ist jedem überlassen selber, was er gerne mag. Geben wir dazu Pfeffer, etwas Salz. Schneiden wir ein paar kleine Tomatchen schön fein rein. Gibt Geschmack. Auch sieht dann schön aus, wenn mal was Rotes dazwischen ist. Ich finde, 4 Stück reicht auch. Dazu noch ein bisschen Kräuter, in meinem Fall gefrorene. Gut verrühren, probieren und abschmecken. Vielleicht eine Prise oder Zucker oder Agavendicksaft. Manchmal fehlt bei so einem Gericht etwas Süßes. Es braucht nur eine kleine Note. Schaut, wie lecker sieht das aus. Probieren. Ein bisschen Salz fehlt. Und süßer brauche ich nicht, weil die Tomaten waren doch etwas süßlicher. So, fertig. Jetzt warten wir nur, bis das unsere Kohl im Backofen fertig wird. Und dann können wir schon servieren. So, 15 Minuten habe ich überbacken und dann noch 5 Minuten habe ich Grill angemacht. Und so sieht es jetzt aus. Richtig sprudelt, goldene Farbe angenommen, Blumenkohl. Jetzt können wir es servieren.
So, meine Lieben, und jetzt werden wir es servieren. Richtig schön heiß. Schaut ihr. Käse. Käse unten, Käse oben. Wie soll das nicht schmecken? Das ist eine leckere Angelegenheit hier. Wer braucht schon hier Fleisch? So, meine Lieben, so sieht er aus. Richtig toll. Schneiden wir jetzt eine auf. Schaut, ist das lecker. Und dazu diese leckere Dip, was wir gemacht haben. Einfach da rein tunken. Ein Stückchen schneide ich ab. Es ist sehr, sehr heiß. Und sage euch Bescheid. Blumenkohl etwas fest, vielleicht blanchieren, so 6 bis 8 Minuten, weil es ist schon große Stücken. Aber ich mag gerne, wenn die Gemüse noch ein bisschen knackig. Deswegen, liebe Freunde, schaut immer nach eurer eigenen Geschmack. Es ist sehr, sehr lecker, nur sehr, sehr, sehr heiß. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns was ganz Leckeres gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, wenn mal ein paar Kartoffeln dazu kocht und dazu serviert, wird auch bestimmt schmecken. Aber da überlasse ich euch, wie wollt ihr das servieren. Ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, wie es das euch geschmeckt hat. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!